Wie lange werden die Arbeiten dauern? Etwa einen Monat, wenn uns die Griggs nicht stören. Einen Monat? Wegen ein paar kleiner Risse? Ich repariere die Brücke nicht nur, ich mache sie auch breiter. Die Flussgespenster bekommen die schönste Brücke von ganz Temerien. Okay. Braucht ihr einen Hexer? Mein Lebenswerk droht in Vergessenheit zu geraten. Ihr allein könnt helfen. Wo liegt das Problem? Ich hatte einen Traum. Die Flussgespenster flehten mich um Beistand an. Mich, einen bescheidenen Diener der Herrin des Sees. Eine einmalige Chance, meine Hingabe zu zeigen. Gewiss. Die alte Brücke, um die ich mich kümmerte, wurde baufällig. Doch die Gespenster bleiben mir verbunden. Sie baten mich, alles wieder in Ordnung zu bringen. Wie kann ich helfen? Was mein Sohn und ich bei Tage bauen, wird nachts wieder zerstört. Ich wette, das sind die verdammten Griggs. Ach, immer diese Nachbarn. Meine Hilfe ist nicht umsonst. Wollt ihr 400 Orens oder ein Buch über Geister und den König der wilden Jagd? Ihr könnt auch die Hilfe meines Sohnes bei gefährlichen Ausflügen bekommen. Er ist ein ausgezeichneter Bogenschütze. Ach, auf meinen Sohn kann ich ja verzichten. Besucht das alte Weib im Dorf. Ach, seht euch okay. Vor. Sie ist eine Hexe, aber sie könnte Mittel und Wege kennen, wie man Griggs vertreibt. Na gut. Das alte Weib im Dorf. Okay. Neue Quest. Ja, Nebenmission. Ah, ich habe das Reitgeschirr und kann das... Ach, wir haben das Reitgeschirr dabei, das wir gefunden haben. Das können wir hier benutzen. Interessant. So, erstmal jetzt aber die Nebenmission, Freunde. Schon wieder diese Affen. Ah nee, Quatsch. Das ist so verstörend, diese Kleinen. Und wieso bebt hier immer die Erde? Ah. Mensch, ein Riesentausendfüßler. Ach warte, müssen wir nicht bei Nacht auftauchen? Ah. Ja, schon mal ganz nett hier. Ach Mensch, idyllisch. Okay. Ich frage mich jetzt, wo wir das nächste Lagerfeuer finden. Hütte des Heilers. Okay. Hier, Haus des Dorfpropstes, genau. Ja, müssen wir nochmal bei Nacht hier zurückkehren. Das hatte ich gar nicht bedacht, dass wir hier bei Nacht sein müssen. Ach Mensch, diese Reime. Hügel. Okay, ja, dann machen wir das mal. Unbekanntes Kraut. Möwen. Und das Dorf. Ein neues Dorf. Das freut mich doch. Kreuzung. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Alinas Haus. Das machen wir später. Haus des Dorfprobstes. Durchgang zum Seeufer. Der Schmieds Sohn. Ein Kunde. Warum so überrascht? In Trübwasser kauft selten jemand Waffen. Ich bin kein Geschäftsmann wie mein Vater. Euer Vater? Mein Vater trug mir auf, Waffen zu verkaufen. Doch wenn keiner was kauft... Aber Paps widerspricht man nicht. Vielleicht wollte er, dass ihr beschäftigt seid. Vielleicht. Ich soll mich still verhalten und verkaufen, wenn jemand kaufen will. Na schön, sehen wir mal. Ach du Heilige. Waffe. Schaden plus 50%, Präzisionstreffer plus 40%. Kostet einiges. Schmied. Seid gegrüßt. Hallo. Wie Dito. Kann ich dem Herrn helfen? Wer mögt ihr wohl sein? Ich bin ein Meisterhandwerker zu euren Diensten. Ich erledige Reparaturarbeiten jeder Art, stelle ungewöhnliche Objekte her und bin ein tüchtiger, kreativer Schmied und Zimmermann. Ich verstehe. Ihr seid recht vielseitig. Man muss ja schließlich leben, darum biete ich auch andere Dienste an. Zudem habe ich ein recht teures Hobby. Ein Hobby? Genau.
Meine Verwandten und ich wollen eine Flugmaschine bauen. Wow. Wir haben schon mehrere gebaut, aber keine funktionierte und wir mussten die medizinische Versorgung des Piloten bezahlen. Verstehe. Ja? Mensch, was für Pioniere. Meteoritenschwert. Das hört sich doch nicht mal schlecht an. Ein Schwert, geschmiedet aus einem gelben und zwei roten Teilen Meteoritenstahl, sind dem Kampf gegen Menschen. Okay. Chance auf kritische Treffer, Schmerz, Lähmung und Präzisionstreffer. Ich würde die gerne kaufen. Und schmeiß die andere weg, die wir vielleicht verkaufen sollten. Ja, sieht eigentlich ehrlich gesagt nicht mal schlecht aus. Was mache ich denn jetzt? Achso, kann ich die eigentlich mal kurz... Moment, ich speichere mal. Ich will jetzt nicht einfach so auf den Boden schmeißen. Speichern! Dann habe ich zumindest mal eine etwas verbesserte Waffe. Ich meine, ansonsten habe ich mich nicht wirklich darum gekümmert. Ja, liegt auf jeden Fall gut. Ja? Ja gut, aber bei ihm werden wir sie ja wohl kaum verkaufen können. Der kauft die uns ernsthaft für 40 Gold ab. 40. Ein. Das ist doch nicht dein Ernst. 40 Gold. So. Ja, scheint auf jeden Fall nicht sehr viel wert zu sein. Euren. Alle bezaubern, wo ich doch viel schöner bin. Hohoho. Der mürrische Fischer wollte mich nicht zur Schwarzschwalbeninsel bringen. Mensch, ja. Ich sag's ganz offen. Mir gefällt, was ich sehe. Ich möchte euch gern kennenlernen. Okay. Wie nett. Ist auf jeden Fall schon mal sehr kokett. Ja. Wie nett. Aber ich bin kein leichtes Mädchen. Oh. Ein anständiger oh. Herr muss einer Mensch. Dame den Hof machen. Ja, da hat sie recht. Da hat sie recht. Absolut. Habt ihr. Da wir uns jetzt besser kennen, solltet ihr die Initiative übernehmen und mir etwas Süßes bringen. Aber ihr seid doch schon süß genug. Oh, oh. Hat das wehgetan. Ein Zuckerpüppchen. So süß wie ich. Das habe ich mir gewünscht. Woher ich das wohl wusste? Oh, woher wusste ich das nur? So, bauen wir unsere Beziehung weiter aus? Ja. Okay. Bauen wir unsere Beziehung weiter aus. Kommt mit mir nach Hause. Ich will euch danken. Gehen wir. Das ging schnell. Okay. Das war übrigens die Bäuerin in Trübewasser. Das hätten wir auch erledigt. Die erste Frauengeschichte im 4. Kapitel und auch in dieser Aufnahme. Okay. Hat ja funktioniert. Wie reizend. Ich würde euch sehr gerne wiedersehen. Ich fühle mich aber benutzt. So, Bäuerin, okay. Kann ich hier mal vorbei, danke. Wie reizend. Achso, ja. Ich würde euch sehr gerne wiedersehen. Haus des Schmieds. Ach Mensch. Okay, das war übrigens die erste. Ja, wie eben schon erwähnt, die erste von 4 Frauengeschichten, wenn ich mich nicht irre, aus dem 4. Kapitel. Seid gegrüßt. Was führt euch zu mir? Ein herrlicher Duft. Ich koche den traditionellen temerischen Sauerkrauteintopf. Habt ihr Arbeit für mich? Wenn ich es recht weiß, ist ein Hexer eine Art magischer Krieger. Ich töte Ungeheuer, Ertrunkene, Kikimoren. Ich brauche euch sicher irgendwann. Okay. Habt ihr Arbeit? Ja, ich habe schlimme Probleme mit meinem Mann. Was ist passiert? Der alte Narr hat sich einen Succubus angelacht. Er glaubt, ich höre ihr lüsternes Treiben des Nächtens nicht. Ich soll den Succubus verscheuchen? Ich kenne ein altes Volksmittel von meiner Mutter. Ich brauche 9 Handvoll funkelnden Staubes vom Haar der Mittagserscheinungen auf den Feldern. Liebe die Frage der Bezahlung. In meinem Kräuterbuch stehen alle Kräuter, die hier in der Gegend wachsen. Bringt mir den Staub, der den Succubus verscheucht. Und das Buch gehört euch. Lüsteres Treiben bei Nacht, okay. Also, ich weiß nicht, ob wir uns darum kümmern, aber ja, wir nehmen das mal an. Scheint auf jeden Fall ganz interessant zu sein. Ich nehme den Auftrag an. Mhm. Abgemacht.
Ja, okay. Die Mittagserscheinungen. Achso, ich wollte eigentlich nochmal mit ihr sprechen. Meister Hexer? Ja. Ihr müsst eine vorzügliche Köchin sein. Ach, das ist nichts weiter. Mein Mann hat ein Schwein geschlachtet und ich mache einen Sauerkrauteintopf. Ich habe noch andere Spezialitäten. Da knurrt mir der Magen. Ihr seid recht mager. Gestern habe ich Rippchen in Bierteig gemacht. Wollt ihr ein paar? Warum nicht? Nur zu gern. Da habt ihr sie. Guten Appetit. Lebt wohl. Ach Mensch, ich mag diese Gastfreundlichkeit. Schrank. Okay, Ausgang. Wir gehen... Ah. Ihr da, Herr. Kommt her. Was gibt's? Ich habe gesehen, dass ihr mit meiner Frau gesprochen habt und möchte euch ein Angebot machen. Wollt ihr euch nicht von eurer reizenden Dämonin trennen? Ah, meine Frau übertreibt, was den Spaß angeht. Ihr als Mann solltet wissen, dass unschuldiges Vergnügen keinem schadet. Ich weiß ja nicht. Ich kenne einen Zauber, der den Succubus eine Weile schlafen lässt. Meine Frau beruhigt sich und danach kann ich den Succubus heimlich wieder wecken. Was braucht ihr? 9 Handvoll Schattenstaub von Verschlingern. Sie suchen nachts die Felder heim und sind sehr gefährlich. Was bekomme ich als Gegenleistung? Ich hätte da einen roten Meteoriten, mit dem ihr euer Schwert verbessern könnt. Aber vielleicht bevorzugt ihr ja auch Gold. 500 Orens. Hier könnt ihr sehr viel Gold sammeln. Ich helfe euch. Aber kein Wort zu meiner Frau. Ist ja gut. Versuchung. Ich meine, Mensch, wem hat das denn schon geschadet, wenn man fremd geht? Können wir nochmal mit der Frau darüber sprechen? Ich glaube nicht. Meister. Ja. Okay. So, wir gehen mal. Ich würde jetzt gerne mal den Schädel abliefern. Jetzt haben wir wieder unzählige Missionen angenommen. Eine ehrliche Frau, diese Schankwirtin. Ja, das hört man doch gerne. Vielleicht sollte ich umziehen. Törichte Weiber. Berenga ist eindeutig hübscher als ihr. Ja. Berenga, der Hexer. Okay, Adams Haus. Hallo? Menschen? So, die Brötchen. Lassen wir uns nicht entgehen. Oh. Alte Bäuerin. Meine Rücken tut weh. Aber keine Wolke ist zu sehen. Nimmt diese Dürre denn nie ein Ende? Ich entferne mich langsam. Haltet euch von unseren Rusalkas fern, Hexer. Okay. Ah ja. Hier sind wir goldrichtig. Tobias Hoffmann. Seid gegrüßt. Hallo. Wie nennt man euch denn? Geralt von Riva. Hexer. Welch ein Glück, dass uns gleich 2 Hexer besuchen. Hoho. Ich, Tobias Hoffmann, bin der Dorfpropst. Euch auch. Hoho. Bestientöter, was führt euch hierher? Und anscheinend auch der Nikolaus. Gibt es in der Gegend Anderlinge? Am Ufer leben Elfen. Was für eine üble Bande. Ich wollte ihnen etwas übrig gebliebenes Essen geben. Die haben mich so kalt angesehen, dass ich fast erfroren wäre. Sie sind ein seltsamer Haufen. Aber ich habe hier im Dorf schon genug zu tun, auch ohne mir über sie Gedanken zu machen. Ich habe gehört, es soll eine Hochzeit stattfinden. Tja, meine Tochter Alina heiratet einen galanten, fleißigen und ehrlichen Burschen. Wisst ihr, was für eine Freude es ist, einen anständigen Mann für die eigene Tochter gefunden zu haben? Nein? Das dachte ich mir. Euresgleichen denkt eben nur an den Kampf. Danke. Das ist nicht ganz richtig, aber wie sieht es aus? Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Es gibt wichtigere Angelegenheiten zu erledigen. Wir werden das ein anderes Mal diskutieren müssen. Okay. Ist in der am Ufer. Sie sind Verstehe. Und dann ist da das Fischvolk. Eine Geißel unseres Lebens. Wieso?
Sie wurden bösartig, vertrieben uns vom Wasser, verwundeten einige von uns und töteten sogar ein paar. Julian kann euch mehr erzählen. Ich werde mich mit ihm unterhalten. Bestientöter? Mhm. Habt ihr Arbeit für einen Hexer? Eine Kreatur, die wie ein Fisch mit Beinen aussieht, erscheint am See. Es heißt, die Gruft auf den Feldern beherbergt eine Bestie. Sie hat riesige Zähne und gleicht einer toten Schwiegermutter. Sie soll grässlich sein. Einer toten Schwiegermutter? Für diese Kreaturen? Bringt mir einen Beweis. Dann bin ich großzügig. Ach, wie generös. So. Hier ist der Zemetauer aus der Gruft. Ich habe genug Beweise gesehen. Hier sind eure 800 Orens. 800 Orens, Heilige. Habt ihr aber eine Kreatur? Es hat. Gibt es Belohnung? Bringt. Okay. Ah ja. Ich wollte mit euch über die Wodjanoi sprechen. Um dieses Geschäft kümmert sich Julian. Geschäft? Er fischt Schätze aus dem See, restauriert sie und schickt sie auf die Märkte von Visima. Jetzt haben wir einfach mal 800 Orens erhalten. Lebt wohl. Ja, das hat sich durchaus gelohnt. Mhm. Stufe aufgestiegen. Und natürlich auch wieder Erfahrungspunkte erhalten. Ausgang. Das heißt, jetzt steht noch Versuchung. Kleine Drangsale. So, hier, die Ertrunkenen am Flussufer. Und Alven. Achso, wo ist denn die Gruft? Durchgang zum Seeufer. Straße zum Gasthaus. Straße zur Brücke. Okay. Preisgekrönte Kuh. Bitte was? Das werde ich mir gleich mal ansehen. Selinas Haus. Oh, Selina. Ja, ich glaube, die sollten wir auch noch treffen. Okay, Adams Haus. Ich bin gerade nur etwas verwirrt. Von wo genau sind wir denn gekommen? Von hier unten? Ich habe gerade ehrlich gesagt keine Ahnung. Alinas Haus. Ich würde mich ja gerne um Alven kümmern. Der gute Junge. Was haben wir hier? Sehr viele Hühner, anscheinend. Nein, das ist unverzeihlich. Bäuerin, hier ist wieder. Okay, Schmied. Wo ist denn. Das ist nicht hier. Ah. Ihr habt zweifellos die Welt bereist. Daher überrascht euch meine Frage wohl nicht, auch wenn sie seltsam scheint. Und zwar? Fragt. Ich möchte meiner Tochter gern ein schönes Kleid zur Hochzeit schenken. Wo könnte ich einen schönen Schal als Accessoire finden? Aber woher ich denn das wissen soll? Ich glaube, ich habe keinen Schal mehr. Ich hatte mal einen. Was habt ihr euch dabei? Ein Hexer? Das ist kein Wunsch für einen ehrlichen Mann. Meine alten Knochen. Ja, ihre alten Knochen. So, Alven. Tür zum Haus des Bäckers. Hier wollte ich eigentlich nicht hin, aber das scheint hier auch zu gehen. Wo ist denn jetzt? Alinas Haus ist doch hier. Wir hätten übrigens diese Zuckerpuppen auch vom Bäcker besorgen können, wenn ich mich nicht irre. Seid ihr dem Aroma meines frisch gebackenen Brotes gefolgt? Ja. Könnte man sagen. Alle meine Waren sind aus feinstem Mehl gemacht. Sowie einer geheimen Zutat von einer dankbaren Nymphe. Ich brauche etwas. Wie kann ich behilflich sein? Okay. Wisst ihr, was Hexer machen? Sicher. Hexer sind wie Zauberer, nur etwas schlimmer. Schlimmer? Ja, weil ihre Eier verschrumpelt sind. Ich denke, ich sollte mich auf den Weg machen. Alles klar. Einen in der Familie? Das ist Pech. Wie nett. Habt ihr noch andere geheime Zutaten? Leider. Ich kenne da ein Rezept, das ich noch nicht ausprobieren konnte. Was für eins? Kann ich nicht sagen. Ich brauche weißen Honig. Weiß aber nicht, was das ist. Okay. Ah ja. Er bietet auch so einige Waren an.
Ich kaufe mal ein paar Brötchen, weil die könnten wir später noch gebrauchen. Weißen Honig. Haben wir so etwas zufällig? Ich glaube ja nicht. Hm. Okay. Ja, ja, Hexenwerk. Okay, das würde ich aber gerne nochmal Albin treffen. Achso, Hochzeitsgast. Alter Bauer. Albin bewundert euch. Okay, wir sind hier also richtig. Ich hoffe, die Elfen verlassen diesen Ort so schnell wie möglich. Die Elfen. Hier ist die Tür. Hütte des Maurers. Nee. Warum hat er denn über Albin gesprochen? Hier ist gar kein Albin. Wo ist Albin? Wo ist der Junge? Jetzt bin ich hier. Hier ist auch die preisgekrönte Kuh. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich zu der komme. Die hat mein Interesse geweckt. Hier ist übrigens eine Feuerstelle. Okay, eine normale Hütte. Ah. Haltet euch von unseren Rosalkas fern, Hexer. Ich hoffe, die Elfen verlassen diesen Ort so schnell wie möglich. Ja, immer diese Diskriminierung. Gegen Anderlinge. Meine Großmama sagt, nichts ist schöner und gefährlicher als der Tanz der Mittagserscheinung. Ja. Haltet euch von unseren Rosalkas fern, Hexer. Ist ja gut. Von einer vereisten Welt. Aha. Ein erfrischender Traum bei der Hitze. Ja, das ist wohl wahr. Wie kann die Herren des Sees alle bezaubern, wo ich doch viel schöner bin? Das haben wir doch schon einmal gehört. Ja. Okay, dann habe ich mich jetzt hier auch nochmal umgesehen. Okay. Preisgekrönte Kuh. Ach, Selinas Haus. Dann sehen wir mal. Wenn sie denn überhaupt hier ist. Ja, ist sie. Guten Tag. Der galante Geralt macht sich mal wieder ran. Ja. Mhm. Ich möchte gern mit euch reden. Ich bin nicht in Plauderstimmung. No. Ja. Das ist aber schade. Ist eure Schwester glücklich über die Heirat? Sie ist glücklich, aber sie kümmert sich nicht um ihre kleine Schwester. Alina verdient nicht, glücklich zu sein. Hoho. Oh, wie ich dieses Prinzesschen hasse. Jetzt hat sie Julian bezirzt, einen reichen Kaufmann aus der Stadt, und stolziert hochnäsig herum. Grämt euch nicht. Auch ihr findet einen guten Mann. Besser als Julian? Doch nicht. Ach je, ich leide für die Massen, Adam. Jämmerlich. Oder meint ihr gar den Eremiten? Verschont mich damit. Habt ihr Julians Verlobungsring für Alina gesehen? Der Diamant ist größer als ein Taubenei. Beruhigt euch wieder. Warum tretet ihr für sie ein? Gebt es zu, sie hat euch verzaubert. Ich hasse sie. Euch bekommt sie nicht. Ihr könnt mich sofort haben, auf dem erstbesten Stein. Ihr müsst mir nur einen schöneren Ring geben als den, den Alina von Julian bekommen hat. Also, das ging schnell. Ich habe den Ring. Zeigt her. Er muss schöner sein als Alinas Verlobungsring. Was ist denn mit den Frauen hier los? Warum wollen die immer Goldring? Wir hatten doch einen goldener Siegelring. Diamantring haben wir hier. Das ist der Ring? Na gut. Ich zeige Alina, dass ich jeden okay, Mann haben kann. Okay, hat aber gepasst. Küsst mich. Na gut. Das, ja, hey. So, die nächste Frauengeschichte mit Selina. Oh, Mensch, schon direkt die zweite. Also, läuft ja. Okay. Hat mich sehr gefreut. Eigentlich ist sie ja nur eifersüchtig. Ich wundere, dass man Rache besser kalt genießen sollte. Wie sie einfach nur eifersüchtig ist auf ihre Schwester. Ja, läuft ja bei uns, nicht wahr? Okay. Ihr bringt nur Ärger. Danke.
So, jetzt müssen wir aber mal zu Alinas Haus. Nachdem wir das geklärt hätten. Habt ihr von der Gimpelmarie gehört? Nein. Die Sees verwandelte sie in einen Schwan. Und sie flog in die Welt hinaus, so wie sie es sich immer gewünscht hatte. Aha. Eine echte Königin. Kuh-Fan. Seht her, unsere preisgekrönte Kuh. Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell, ihren Schwanz und das Euter. Spricht sie über die Frauen oder über die... Wir wollen sie mit dem Preisbullen aus Bullendorf paaren. Das wäre doch was. Eine weltberühmte Zucht. Zweifellos. Ach, unsere Erdbeere ist so schön. Auf bald. Es ist verstörend. Was haben die nur mit der Kuh? Seht sie euch gut an, Herr Hexer. Eine Kuh wie die kriegt ihr wohl nie wieder zu sehen. Oh ja. Sie ist beeindruckend. Seht nur ihr glänzendes Fell. Ja, ja, seht euch die Euter an. Ja, ja. Ja, ja. Ach. Seht euch nur diese Euter an. Mensch, makellos. Ein schrecklicher Albtraum. Ich träumte von einer Unterwasserstadt und dem Gott der Tiefe. Aha. Das kommt mir bekannt vor. Okay. Ja, also das waren schon echt tolle Euter. Ich bin hin und weg. Ach, hier. Alinas Haus, bitte. Guten Morgen. Seid gegrüßt. Ich bin Geralt, der Hexer. Meister Rittersporn sang einst eine Ballade über einen Hexer. Da wird mir ganz warm ums Herz. Sind Hexer wie Ritter, die das Böse und das Verbrechen bekämpfen? Rittersporn hat meinen Beruf gewiss realistisch beschrieben. Die Ballade war so romantisch. Vom Schicksal aneinander gekettete Liebende, die nicht zueinander fanden. Wahrhaft romantisch. Ich werde bald heiraten. Was führt euch her? Ja, die Schwester haben wir ja schon kennengelernt. Kümmert ihr euch um Alwin? Ja, er hat so wunderschöne, große Augen. Leider möchte mein zukünftiger Gatte Alwin nicht adoptieren. No. Kann ich mit Alwin sprechen? Ja, normalerweise spielt er im Dorf oder hilft mir hier im Haushalt. Lebt wohl. Wartet, ich habe eine Bitte. Wenn ihr am Gasthaus vorbeikommt, würdet ihr nach meinem Verlobten sehen? Und vielleicht schauen, ob meine Schwester Selina irgendwo zu sehen ist. Euer Verlobter treibt sich im Gasthaus herum? Wir reden nicht miteinander. Er ist böse auf mich. Wir haben wegen Alwin gestritten. Ihr streitet schon. Julia möchte, dass wir eigene Kinder haben. Er will Alwin zum Tempel der Militele schicken oder zum Hexer ausbilden lassen. Ihr findet ihn in der Taverne. Verstehe. Tja, die streiten schon vor der Hochzeit. Perfekt. Hallo Geralt, ich habe ein neues Zuhause. Es ist schöner als Visima, aber ich vermisse euch. Es gefällt dir hier. Ja, töten wir zusammen Ungeheuer? Alwin, es ist außerordentlich gefährlich, gegen Ungeheuer zu kämpfen. Versprich mir, dass du das, wenn irgend möglich, vermeidest. Ich versprech's. Es gibt Elfen hier in der Gegend. Eine ist echt hübsch. Aber sie hat mit Herrn Tobias gestritten. Können wir Töte den Elf spielen? Herrje, ich muss echt ein Wörtchen mit dir und Alina reden. Das hat nichts mit Alina zu tun. Alle Kinder spielen das. Ich bin immer der Großmeister. Wir reden später weiter. Tja, verstörend. Okay, ja, der Alwin, der wird hier auch immer von Frau zu Frau weitergereicht. Warum sucht ihr mich? Hat sich Alwin seltsam verhalten? Er hat mir schreckliche Geschichten erzählt. Ich dachte, er wäre im Fieberwahn. Was hat er gesagt? Etwas über Gespenster, die unerfüllter Liebe wegen ewiglich leiden müssen. Es war so... romantisch, ich weiß. Ich werde mit ihm reden. Warum sucht ihr mich? Okay. Lebt wohl. Verräterisches Weib. Okay. Unterdrückte Wut. Da haben wir nichts mehr. Okay, was sollen wir denn jetzt nun als nächstes machen? Wir haben nach Alwin gesehen. Ich sollte mit Julian reden.
Und der ist... Ach, beim Gasthaus. Ach, herrje. Oh. Seid gegrüßt. Ich bin Adam. Geralt. Ich versuche, ein Liebesgedicht für meine Herzensdame Aelina zu schreiben. Frag den Dichter Rittersporn. Er soll angeblich sehr gut sein. Er verkündete, dass die Liebe meine Inspiration sein werde. Er selbst beschäftigt sich mit einem Ablenkungsmanöver. Einem Manöver? Er wirbt um die Müllerstochter, um so Fräulein Aelina eifersüchtig zu machen. Ziemlich gerissen. Wie ein Fuchs. Kann ich euch etwas fragen? Ja. Dieser Rittersporn, der steckt hier auch überall drin. Also, na, ihr wisst schon. Ihr wisst schon, was ich meine. Mhm. Wie kommt ihr mit eurem Gedicht voran? Deine Hände zart und schlank und dein Körper lang und rank. Bis nächtens um 3:30 verzehr ich mich nach dir. Wow. Verschont. Ja. Oh Mann, das war schon echt herrlich. Gibt's hier Elfen? Sie hatten ihr Lager ganz in der Nähe aufgeschlagen, aber sie sehen nicht gerade wie epische Helden aus. Krank und ausgehungert eher. Viele sind bereits gestorben. Sind sie friedlich? Ganz und gar. Herr Tobias wollte ihnen helfen, doch die Anführerin lehnte die Almosen der Menschen ab. Typisch für Elfen. Lebt wohl. Ja. Moment. Ja? Okay, Adam. Mhm. Seid ihr in Aelina verliebt? Ihr wisst doch, sie wird heiraten. Ich liebe sie heimlich. Ihr müsst daher diskret sein. Und die Ehe ist niemals ein Hindernis für wahre Liebe. Auf bald. Ach ja, dieser galante Mann. Ja? Mhm. Alwin, du solltest aufhören, Töte den Elf zu spielen. Ich mag dieses Spiel wirklich und ich gewinne immer. Naja, fast immer. Alwin. Gut, ich höre auf damit. Mensch, das hat gereicht. Ja? Okay. Wie bist du nach Trübwasser gekommen? Ich habe zusammen mit Triss die alte Rede gelernt. Ein schrecklicher Sturm zog auf. Dann hat Triss mir gesagt, ich soll mich unter dem Bett verstecken. Nur weiter. Dann waren stapfende Schritte auf der Treppe. Und dann wurde Triss wütend auf die Männer. Wütender als damals, als ich ihr Kleid mit Zauberfarbe angemalt habe, die man nur im Dunkeln sehen kann. Das kann ich mir vorstellen. Ich habe Schreie gehört. Leute sind die Treppe runtergefallen. Es roch nach verbranntem Fleisch. Dann kamen noch mehr Männer an Seilen durch die Fenster. Die haben Triss geschlagen, glaube ich. Und ein Mann mit Brille hat sie gefragt, wo ich bin. Sie sagte, sie hätte mich zu einem Freund in Kovir teleportiert, wo die Luft rein ist und man viel machen kann.